Scheiße. Okay, wir hätten vielleicht echt noch ein bisschen Körper, PLA, blablabla, irgendwas. Wenn wir da mal wollen. Eine glaubenslose Frau hatte eine Vision vom Verlust in einem Land verzerrter Märchen. Okay. Ich nehme mal mit. Warum bist du halbnackt mit dem Totenschädel? Na gut. Jetzt ist die Map wieder da. Ich muss da mal nachgucken, welcher Taste man die Map ein- und ausschaltet. Und ich würde auch gerne etwas weiter weg von der Kamera. Mir ist das zu nah. Jetzt geben wir uns erstmal dahin, wo wir hin wollen. Ja, und ich weiß, wir sind eigentlich, wir haben noch nicht mal den ersten Wegpunkt unserer Mission erreicht, aber das ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Ne? Ich will den Rest sehen. Das, also, Ast. Hier gibt es wieder was zum Einsammeln. Kristall erhalten. Viele Gegner. Sehr viele Gegner. Jetzt haben wir auch weiße und schwarze Symbole. Ein Roboter, die würde sagen, die hören wir uns doch mal als erstes. Hey, hallo Freunde. Ah, komm. So. Die Geldmittel einsammeln. Da liegt noch was. So. Das war's auch schon. Jetzt haben wir die weißen Symbole auf der Karte. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das Tiere. Ja. Ich muss es jetzt leider ausprobieren. Oh Gott! Tierfell erhalten, okay. Es ist also nicht überflüssig, das Töten. Wie war das mit den großen Wildschweinen? Ah, da das nicht gerade. Tust du sowas? Ne, bescheu. Eisenerz erhalten. Aber ich glaube, nicht alle Tiere sind so friedlich. Kann ich mir so nicht vorstellen. Ach nein, falsche Taste. Na. Nur mal kurz warten, bis der wieder voll ist. Ja, ich würde sagen, das war effektiv. Rostiger Klumpen erhalten. Die Karteninformation freigeschaltet. Also die roten Punkte scheinen praktisch. Nein, der wird gespeichert, mein Freund. Schön speichern. Ich werde mal kurz die Nase putzen. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ich kann mir die Tasten auf dem Controller, ehrlich gesagt, nicht leicht. Ich drücke andauernd die falschen Tasten. So, das heißt, wir haben jetzt hier noch mehr Karteninformationen und einen Speicherpunkt. Wie war raus? So war raus. Das,
Ich glaube nicht, dass die zwei Speicherpunkte so nah sind hier. Also die scheint auch was anderes zu sein. Wo ist jetzt der Riss, was wir gesehen hatten? Der wird direkt nach vorne. Hier gehen wir noch. Nein. Mittig. Ja, nein, Karte. Ja. Danke. Wie gesagt, mit den Tasten, ich komme echt nicht drauf. Ah, hier ist der. Oh, eine Brücke. Wie geil sieht das denn aus? Wie geil ist das denn bitte? Oh ne, hier wollen wir glaube ich nicht runter. Wir haben ja gerade gespeichert, eigentlich könnte man es ja mal ausprobieren. Wir brauchen bloß in der Nähe sein, dann können wir schon speichern drücken, oder? Ja, oh, cool. Ja, tut mir leid. Es muss einfach sein. Hä? Warte mal. Ah, denn nicht gespeicherte Daten gehen von oben. Ja. Das jetzt schnell speichern? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube schon. Wir müssen jetzt gerade wieder oben stehen. Also wir kommen auf jeden Fall runter. Will ich jetzt runter? Nein, wir können erstmal Missionen machen. Ja. Oh, cool. Sie schläft in einem Getränkeautomaten. die Gegner sind wieder da. Okay. Das heißt, die knöpfen uns auch gleich nochmal vor. Welche Stufe haben die eigentlich? Die lustigen hier. Glaube, die Chips fehlen uns. Aua, 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 aua. Das tut mir ja leid, aber ich will euer Zeug. So, jetzt gehen wir natürlich auf den Turm. Ich hab die Leiter doch gesehen. Ja, falsche Seite, aber passt schon. Los, ab nach oben mit der Eule, ab nach oben. Jawohl, war doch klar. Dreimal Silbererz. Speichern. Ich will jetzt gucken, ob wir immer fliegen können. Oder wer einfach nur. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Habe ich jetzt gespeichert? Und hätten wir zumindest das Silbererz, oder? Wir nehmen halt einfach nur Schaden. Also egal, ich lade jetzt nicht extra. Machen uns jetzt auf den Weg zu unserem Ziel. Unser Ziel ist dort. Ne, ich habe was markiert. Wenn ich was markiert habe, muss ich dahin laufen. Lässt sich nun mal nicht ändern. Was? Konnte ich auf den Bildschirm gucken? Aha, okay. Du bist doch keine Angel, Kollege. Ja, Report fehlt. Ja, Arschloch. So, ich glaube, wir werden angeln, wenn wir was zum Angeln brauchen. Also, wenn wir irgendwas brauchen, was wir aus dem Wasser holen. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich Fische rausholen sollen oder ob da vielleicht irgendwo Gegenstände sind. Wir kommen ja nicht weiter. Da müssen wir jetzt erst dahinter, machen wir aber nicht. Wenn wir gedrückt halten, sprintet sie. Ah, it's magic.
Ja, am Bus hält uns auf. Es tut mir ja leid, ich weiß, ihr seid nur Stufe 3 und so, aber ich will euer Zeug haben. Na komm, mach schon. Hey, eins. Rostiger Klumpen erhalten. Ja, wie geil. Hey, noch mehr. Baumsaat erhalten, okay. Oh Gott, was ne? Hey, meins? Bernstein? Was noch nicht alles gibt hier. Ne Kleiner? Ja, tschüss dein Leben oder was? Hey, da stand da was. Ja, wir schießen nach. Wir brauchen noch so einen kleinen, vielleicht hier. Was ist das da? What the fuck? Geht denn bei dem nicht klar? What the fuck, Alter, habt ihr denn irgendeine Macke oder so? Hat der eine riesen Axt in der Pforte? Was denn eigentlich? Unser PA? Das ist gar nicht mehr da. Wir brauchen so einen Gartenzwerggegner. Ich habe da was gesehen. Eisenerz erhalten. Laufeule. So, dann sind wir wieder hier durch. Da stand vor uns was bei den kleinen Gegner. Als er vor uns stand, konnten wir eine Taste drücken. Wir wissen warum. Oh, ich habe die Gelegenheit, wir haben schon mal kriegen. Wenn nicht gerade das hier schon welche sind. Ja, das sind welche. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hallo. Ich will spielen. Na, warte mal, das hat aus hier. Nein. Ah, nein. Ihr wisst doch alle, was ich will. Ich will einen Screenshot mit dem kleinen Kumpel. Jawohl, aber einen Screenshot. So, tut mir leid, Leute, ich habe meinen Screenshot. Ihr habt mich so geärgert im Tutorial, deswegen ich kann einfach nicht. Ich kann sie nicht stehen lassen. Es geht nicht. So, hier oben scheint ein paar zu sein. Zumindest wurden hier. Was war das? Okay. Zumindest scheint hier was aufgebaut zu sein. Ja, da, wir sehen, da. Ja, wir sehen es nicht. Okay, da. Und da sollen wir eh hin. Da so, passt ja. Das ist was Rotes. Wir gehen erst zum roten Punkt. Achso, geht's gar nicht rein, scheiße. Widerstandslager.
this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. So, schnell was getrunken. Ganz heimlich. Wobei es nicht so heimlich ist, wenn ich es dann sage. Aber egal. LKW. Dürfen wir LKW fahren? Dürfen wir LKW klauen? Tierköder erhalten. Okay, cool. Ah, das ist wieder ein Speicherpunkt. Top-Information. Jawohl. Und schnell speichern. Was heißt Transport? Reist du zu deinem, was zu einem anderen Zugriffspunkt-Terminal? Ah, wir können bloß zum Bunker. Das heißt, diese kleinen Automaten, die in der Stadt rumstehen, das sind keine Zugriffspunkte, sondern nur die großen, die neuen praktisch. Wo wir uns reinsetzen zum Schlafen. Da sollen wir auch hin, aber ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Oh, scheiß Kabel, ich brauch's für ein Wireless. Xbox, Käse, Gedöns, Controller. Oh, so viele Leute. Seltsame Widerstandsfrau. Ja, du bist echt seltsam. Mit dir müsst ihr erst reden. Ihr seid die Neuen von der Jura-Einheit? Dann solltet ihr euch bei unserer Anführerin blicken lassen. Ja, werde ich tun. Widerstandsmitglied. Und wer sind Sie? Weiß ich nicht. Du S? Nee, du B. Das ist S. Wir sind B. Er ist S. So. Bist du auch neu hier? Ja, hallo. Wenn wir mit kleinen Schlüpper guckt, ne? Du Schwein. Komm her. Ah, gibt's hier was? Hier gibt's ja 100 Pro, gibt's hier was? Komm schon, komm schon. Wie viel Zeug? So, das sieht aus wie Shop. Waffenhändler. Waffenhändler ist immer gut. Oh, der Neuzugang. Hört er am besten an, was der Hauptmann da drüben zu sagen hat. Yeah. Ach so. Was sind da die blauen Punkte da hinten? Wir gehen erst in blauen Punkten. Blaue Punkte, kommt her. Oh, was ist das? Ja, sitzt zwar hier, aber wir klauen einfach mal. Händler. Jura, lass dir erstmal alles von der Antwort erklären. Es gibt da einiges Tradition und so. Ach, kommt schon. Wartungsshop. Jemand aus der Jura-Einheit? Könnten Sie zunächst die Anführung Anemone aufsuchen? Nein. Ich glaube, ich weiß, ihr steht hier alle, aber ich klau trotzdem. Ist mir egal. So. Das sah aus wie perfektes Versteck, um irgendwas in die Ecke zu packen. Diese Steuerung mit Controller. Wer bist du denn? Widerstandsmitglied? Was? Du scheinst neu hier. Ja. Oh, warst du bei der Anführerin? Ja, ich gehe ja gleich. Das nächste sagen eh alle klar was anderes, wenn wir bei der Anführerin waren. Nehmen wir an, die wollen einfach noch nicht spoilern. Was? Lässt sich nicht öffnen. Warum nicht? Nicht da rein. Na gut. Ja, komm, geh weg, Text. Hui. Wer bist du denn? Na, Kleiner. Unsere Anführerin Anemone hat hier das Sagen. Stell dich am besten zunächst bei ihr vor. Ja, Großer. Mir egal, was du willst, ich klaue erstmal. Fähigkeit, Salbe groß erholen. Oh, cool. Na, Anemone, was geht ab? You're number two. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Na, jetzt haben wir den reden, scheiße. Egal. Hallo! Der Widerstand in dieser Gegend hat seine Basis hier.
Deshalb muss alles, Personen und Material exakt verwaltet werden. Okay. Geht klar, Kollege. Wo kommt der jetzt her? Kleine Erholung, sehr gut. Ich glaube, können wir alles gebrauchen. Vielleicht sind da noch mehr Leute. Ja, du musst nicht mit mir reden. Passt schon. Ach komm, wirklich, ich darf da nicht lang. Ach Leute. Das ist schon ein bisschen low, ehrlich gesagt. Hallo. Na, oh, dreh. Eule. Dreh dich doch mal rum. Puh, nach der Arbeit würde ich mir schon gerne einen genehmigen. Aber? Gibt keinen, oder was? Oh, will mit. Nein, es, du stehst im Weg. Was nennt? Menschen haben sich nach der Arbeit mit ihren Freunden zum Trinken getroffen. Diese Kultur sollten wir zu unserer machen. Glaubst du nicht auch? Ja, ich wollte aber nicht mit dir reden, sondern mit. Ja. Von Geburt an den Krieg erlebt zu haben, das ist wirklich schwer. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Hi! Auch hier für ein Päuschen. Nee, du, wir haben zu tun. Oh, meins. Ah, nee, nicht meins, Entschuldigung. Denn das hier bin, ja. Seltsam, warum funktioniert das nicht? Seltsam, warum funktioniert das nicht? Ja, wiederholst dich. Ja, ach komm, geh doch mal auf den Weg, Junge. Ja, du kannst auch einfach laufen. Tuschel, ja. Na, nicht auf die Kiste, Fräulein. Keine Erholung. Juhu. Herr Walter. Das ist das Materiallager. Du darfst hier nicht rein. Warum ne? Kein Zutritt hier. Warum ne? Kein Zutritt. Ach. Lass mich rein. Boah, die Musik ist einfach so geil. Ich will mit dem reden. Ja, oder ballern halt in der Gegend rum. Was soll's. So, was haben wir jetzt hier schon in Augen? Händler! Willkommen! Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand? Korrekt. Jeder Artikel hier wurde von Hand hergestellt, aus herumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann, zum Geschäft. Was kann ich euch zeigen? Ein Mega-Blaster. Oh, wir haben 11.000 nur. Da gibt's selber wieder. Ich würde sagen, davon können wir wirklich mal für 1.000er gebrauchen, ja. Tierköder. Einem Tier geben, um es zu reiten. Cool. Wir haben schon einen. Deswegen kommen wir bis 3. Beutel. Ein Beutel mit dem Duft, den Tiere lieben. Sie werden nicht davonlaufen. Oh, cool. Verkaufen. Plus die Hälfte. Das ist nicht gut. Verkaufst du Plug-in-Chips? Du meinst diese kleinen Dinger, die deinem Körper als Power-Up dienen? Leider nicht. Ich werde dir gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Also wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann können wir sicherlich ein Geschäft machen, aber bis dahin
Sagt mal, ich habe da eine Idee. Was wäre, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Gerne. Ich habe diese lahmen Beine. Seht ihr? Damit komme ich nicht wirklich weit. Seht ihr, ganz normale Beine, Kollege? Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin handelst du mit Nachschub und Ersatzteilen. Nein, es, du bist ein Idiot. Wenn das so einfach wäre, leider sind alle unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschinen aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könntet ihr bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? Ja, auf jeden Fall. In Ordnung. 8000 Dank. Okay, also ich brauche eine defekte Feder, ein kleines Zahnrad und einen defekten Schaltkreis. So etwas bekommst du von Feinden an der großen Lichtung zur Linken, wenn du das Lager verlässt. Oh, cool. Ja, die Nebenaufgabe wurde aktualisiert. Deinen Fortschritt bei der Nebenaufgaben kannst du dir im Aufgaben-Tab des Systemmenüs ansehen. Ja, werden wir tun bei Gelegenheit. Hier können wir uns heilen. Was wollen die jetzt? Widerstandmitglied. Der Transporter des Lagers wird für die Rückkehr zum Bunker vorbereitet. Er kann jederzeit benutzt werden. Okay. Achso, das heißt, wir können im Bunker fliegen, nehme ich an. Das sollte uns das wahrscheinlich. Ah, oh, Leute, diese Textur. Was soll das? Guck dir das an. Das sieht doch widerlich aus. Oh mein Gott, diese Limits von Konsolen, ey, es ist einfach so peinlich. Ich meine, dieses Spiel sieht wirklich geil aus, keine Frage. Ich bin auch in dem Sinne keine Grafikschlampe, aber wirklich, was sollen diese Texturen hier? Das ist doch... Und es ist möglich, dass die Konsolen mehr schaffen. Ja. Mit wem reden wir jetzt auch mit ihr? Ich habe seit kurzem so ein komisches Gefühl in der Brust. Was kann das sein? Ja. Sie sagten mir an meinem Körper ist nichts ungewöhnlich. Für einen Androiden ist das schon ziemlich merkwürdig, nicht? Ja. Wird dein Körper regelmäßig gewartet? Wenn du Upgrades brauchst, sprich mit der Frau vorne. Ja. Upgrades. Upgrades klingt immer gut. Nein. Da, danke. Guten Tag, Sie kommen von der Jura, nicht wahr? Dies ist ein Wartungsshop. Wir beraten und kümmern uns um Sie. Was darf es sein? Was Körperberatung? Ja, mehr kotzen, oder? Oder nicht? Ja, egal. Über was wollen Sie sprechen? Über Körper? Ah, das scheint so eine Art Informationsmenü zu sein. Über Körper. Als Körper werden die Leiber aller Jura-Einheiten bezeichnet. Es gibt zwei Wege, um Körper zu verstärken. Plug-in-Chips, Erfahrung. Erfahrung? Das sagt ja schon der Name. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr zu erklären, oder? Plug-in-Chips sind Gegenstände, die im Hauptfass Komponente verstärken. Die besitzen vielerlei Funktionen. Allerdings ist die Handhabung etwas kompliziert und die manuelle Einstellung nicht so einfach. Wenn es Ihnen recht ist, kann ich Ihnen gerne eine Empfehlung zu Ihren Chips aussprechen. Ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Welche Einstellungsart wünschen Sie? Das ist jetzt ehrlich gesagt eine schwere Entscheidung. Denn ich weiß noch nicht so viel über die Welt hier draußen. Also, die Gegner schwer sind oder eher nicht. Schnell was getrunken. Beziehungsweise, wie oft werden wir große Gegner treffen, ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass uns ja alle 2 Minuten ein Goliath über den Haufen rennen wird. Ich frage mal nach ausgeglichen. Gut, ich werde die Einstellung vornehmen. Ach, die macht das gleich. Okay, fertig. Über was wollen Sie sprechen? Cool. Ich leide an Motion Sickness. Aber ist das nicht für VR?
Also, für alle, die nicht wissen, was Motion Sickness ist, das Problem bei VR-Brillen, viele Leute haben das, wenn man eine VR-Brille aufhat, sieht man durch die VR-Brille logischerweise Bewegungen, die der Körper nicht macht. Und das führt bei vielen Leuten zu Übelkeit. Man wird seekrank. Ja, das ist dasselbe auf einem Schiff, weil das Schiff macht Bewegungen, das bewegt sich am Wasser, ist ganz normal, auch seitwärts. Ja, es schwankt immer, das ist völlig normal. Und man nimmt diese Bewegung aber nicht wahr. Weil der Körper, also, ne, der registriert das schon. Ne? Und das nennt man Motion Sickness bei VR. Ja, praktisch, man hat die Brille auf, schaut durch und der Charakter, den man sieht, der springt, läuft, guckt hin und her, aber man selber macht das nicht. Dabei entsteht Motion Sickness. Aber wir werden uns erstmal die Pod-Verbesserungen anschauen. Pod ist eine taktische Unterstützungseinheit Pod 042, mit der die Jora-Einheiten ausgerüstet sind. Es gibt zwei Wege der Verstärkung. Erstens, die Verstärkung im Wartungsläden wie den unseren. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür steigt die Angriffskraft deines Pods. Das klingt cool. Zweitens, die Ausrüstung mit einem Pod-Programm. Es gibt verschiedene Arten von Pod-Programmen. Sie reichen von Angriffsarten, zum Beispiel Laser, bis hin zu Arten der Unterstützung, zum Beispiel die Störung der Beweglichkeit des Gegners. Oh, jetzt klingt gut. Wir verkaufen auch Pod-Programme, also kaufen Sie bei Interesse gerne. Kaufen Sie bei Interesse gerne welche. So, so wird der Satz draus. Aber über was wollte ich sprechen? Über das Ausrüsten von extra Pods. Man kann sich zwar mit mehreren Pods ausrüsten, doch Pods sind sehr selten. Und wir verkaufen keine in unserem Geschäft. Sie sind aber sehr benutzerfreundlich, wenn man sie irgendwo finden kann. Man hört manchmal, dass einer in der Wüste abgestürzt oder im Meer versunken ist. Über was wollen Sie sprechen? Ah, okay, das heißt, wir können noch Pods finden. Das ist natürlich richtig cool. Über Waffen. Die neuesten Jora-Körper können im Systemmenü über Start unter Waffen ausgelöst werden. Zwei Waffenarten können in maximal zwei Sets ausgelöst werden. Probieren Sie doch mal die verschiedenen Kombinationen. Die Sets können im Backshortcut-Menü gewechselt werden. Über was wollen Sie sprechen? Motion Sickness? Ach, herrje. Im Start-Systemmenü, Systemeinstellung, Kamera können Sie nach Bedürfnis verschiedener Einstellungen vorgenommen werden. Ihr könnt auch die Kamera für Sie anpassen. Wünschen Sie sie? Nö, passt eigentlich. Verstanden. Was wollte ich sprechen? Zurück, haben wir uns jetzt alles angeschaut. Benötigen Sie eine Wartung? Chips kaufen. Wir haben noch 10.000 Geldmittel. Ich werde jetzt einfach Gold sagen. Geldmittel, hallo? Kaufen. Was haben wir hier steht? Oh, was? Ich bin Laser. Aber den haben wir, glaube ich, schon. Analysiert Feinde in einem fixen Radius, in dem der Kämpfer eine Reihe tödlicher Hiebe verursachen können. Okay, cool. Beschwört Energie, die dem Ziel einen Vernichtungsschlag versetzt. Klinge. Ein Pod wirbelt schnell um den Spieler und fügt getroffenen Feinden verheerenden Schaden zu. Schild produziert Energie, die formt der Sperre. Also Bodenschild, okay, ist auch cool. Das ist ja aber das, was wir schon uns schon mal angeschaut haben hier. Pod verbessern. Hier steht, was wir brauchen. Okay. Reines Wasser, Naturkautschuk. Baumsaat, haben schon zwei. Aber wo kriegen wir reines Wasser her? Am Pilz? Sicherungschips. Du kannst diesen Chip nicht verschmelzen, da du keinen Chip derselben Rang, derselben Fähigkeit hast. Ah, okay. Verkaufen wollen wir nichts. Nach der Justierung der Körper hat man mehr Vorteile im Kampf.
die Blaueule. Testen Sie unbedingt neue Chips und Programme nach Erhalt aus. Ja, wir haben nichts Neues, wir können nichts testen. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Du scheinst ja erstaunliche Erfolge zu feiern. Ja, hallo? Wir haben 5 Goliaths besiegt im Tutorial. Hallo?